In diesem Video besuchen wir mit Mowgli zwei weitere Tempel und versuchen erneut mit ihm reinzukommen und wir finden einen wunderschönen Fototapetenstrand. Wir sind jetzt am Big Buddha in Koh Samui. Diese öffnet bereits um 7 Uhr und ist, wenn man es ganz genau nimmt, gar nicht auf Koh Samui, sondern auf einer kleinen Insel, auf Koh Phan. Du sagst nichts? Nee. Na gut, dann halt nicht. Da gehen wir jetzt nach oben, aber vorher ziehen wir uns um, denn wir sind nicht angemessen gekleidet. Wir haben zwar etwas dabei, aber man kann hier kostenlos etwas ausleihen zum Anziehen. Und das mache ich jetzt mal. Es waren auf jeden Fall schon andere Hunde da. Guck mal hier, die kleine Katze. Der Besuch dieser Tempelanlage ist völlig kostenlos, da sie allein von Spenden lebt. Denn es ist absolut menschenleer hier oben. Und bisher haben wir tatsächlich kein Verbotsschild gesehen, was dagegen sprechen würde, dass Hunde hier nicht erlaubt sind. Allerdings wollen wir natürlich auch den nötigen Respekt für den Locals und diesem Ort geben. Deswegen bleibt Mowgli natürlich angeleint und wir achten natürlich darauf, dass er nirgends irgendwo hin macht. Was wir prinzipiell sowieso immer machen, bevor wir irgendwo hinfahren mit dem Roller, dass wir mit ihm nochmal Gassi gehen und auch wenn wir an dem Ort sind, bevor wir irgendwas anschauen, dass es sich dort nochmal erleichtert, dass wir einfach sicher sein können, dass es an so einem Ort nicht passiert oder nicht vorkommt. Der Big Buddha ist eins der Wahrzeichen auf Koh Samui. Er ist 12 Meter hoch und wurde bereits 1972 erbaut. Der Buddha hat am Hinterkopf ein Rad und ein Schiff. Das Rad steht im Buddhistischen für die Lehre bzw. das Dharma-Chakra. Das Schiff dagegen steht für Weisheit und Reinheit, was auch sehr oft im Buddhismus mit einer Lotusblüte dargestellt wird. Um die 12 Meter große goldene Buddha-Figur kann man hier wie in vielen weiteren Tempeln 7 kleinere Buddhas finden. Diese 7 Buddha-Figuren stehen für 7 Wochentage. Jeder Buddha wird hier zu einem bestimmten Wochentag zugeordnet und gläubige Buddhisten besuchen oft den Buddha, der ihrem eigenen Geburtstag entspricht, um Respekt zu zeigen und um Segen zu bitten. Dabei hat jeder Buddha eine charakteristische Handgeste und einen bestimmten Ausdruck, der mit dem Tag in Verbindung gebracht wird. Wir sind jetzt am Aussichtspunkt Koh Hua Hok und wir parken hier unten mit dem Roller. Da. Und jetzt geht es hier die Treppen hoch. Mal gucken, ob das alles so gut mit Mowgli klappt. Oder da oben irgendeiner ist, der sagt, Hunde verboten. Ja, auch Mowgli kann mittlerweile Schilder lesen. Okay, also hier ist tatsächlich Schluss mit Hund. Wir dürfen mit Hunden nicht hoch. Das heißt, Micha und Mowgli warten jetzt hier unten und ich gehe alleine hoch. Eintrittspreis, ihr seht es ja selber, 20 Watt pro Person. Dieser Tempel ist weniger bekannt und daher ist er auch weniger touristisch. Wenn ihr in der Nähe vom Chaweng Beach seid, dann lohnt es sich auf jeden Fall für dieses kleine Geld vorbeizuschauen. Der Koh Hua Hok Tempel ist relativ jung im Vergleich zu einigen der älteren Tempel in Thailand. Es ist allerdings nicht genau bekannt, wann der Tempel erbaut wurde, aber er wurde wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten errichtet. Die goldene Spitze oder Kuppel auf dem Tempel ist ein markantes Merkmal vieler buddhistischer Tempel und symbolisiert häufig die Erleuchtung Buddhas. Die goldene Farbe steht für spirituelle Reinheit und Erleuchtung. Sie dient auch dazu, die Gläubiger zu erheben und sich an die höheren spirituellen Ziele des Buddhismus zu erinnern.
sind jetzt nach dem Big Buddha noch ein kleines Stück weiter gefahren an den Cheng Mong Beach. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und sind ein ganzes Stück vom Abseits der vielen Hotelanlagen gelaufen und sind jetzt quasi wie am Ende des Strandabschnitts. Und nach uns kommt nichts mehr. Hier haben wir uns zwei Liegen gekrallt und die Damen haben gesagt, völlig kostenlos. Und Micha wird hier nachher auch noch zur Massage gehen. Ich glaube, damit ist auch klar, warum überall an den Stränden Hunde erlaubt sind. Denn es ist einfach unvermeidlich mit so vielen Straßenhunden. Es ist immer die Frage, was macht man in so einem Fall? Lässt man die Hunde miteinander schnüffeln und schnuppern? Oder man vertreibt sie. Unserer Erfahrung nach mit einem lauten Kst. Oder indem man einfach einen Stein in die Hand nimmt. Man muss gar nicht werfen, um Gottes Willen würden wir auch nie tun, aber allein das reicht oft schon, weil die Hunde das einfach auch, ja, gewöhnt sind, dass Menschen leider mit Steinen nach ihnen schmeißen. Also auch das kann helfen, diese Hunde auf Abstand zu halten. Ansonsten, wenn man sich dafür entscheidet, die Hunde aneinander schnüffeln zu lassen, kann man das auch gerne tun. Für uns ist es halt immer etwas schwer, wenn zwar mehrere Hunde sind, diese richtig einzuschätzen. Manchmal sehen die Straßenhunde auch nicht allzu gesund aus. Und man darf auch nicht vergessen, Thailand ist ein absolutes Hochrisikogebiet für Tollwut. Mowgli ist zwar geimpft, aber ja, ich weiß nicht. Lieber ein bisschen aufpassen. Dass hier so gar nichts los war, lag vermutlich an diesem Schild. Für uns einer der schönsten Strände auf Koh Samui mit Fototapeten-Feeling pur. Hat man nicht da eine wunderschöne Aussicht und kann das Meer genießen, sondern man kann sich ja auch direkt am Strand massieren lassen. Das hat Micha gerade gemacht und er hat gerade gesagt, das war die beste Massage, die er bisher in Thailand hatte. Im nächsten Video besuchen wir mit Mowgli den Buddha-Garten, füttern Elefanten und Mowgli stiehlt mal wieder allen die Show.